Hallo, da draußen ist ein Wanderer. Ich bin heute mal an einem besonders illustren Ort hier, wo ich meine Videos aufnehme, nämlich in einem Treppenhaus. Es gibt Leute, die singen in Treppenhäusern und sind auf YouTube erfolgreich. Was ich eben auf News gelesen habe, ist der absolute Hammer und Wahnsinn. Ich habe es, glaube ich, in der Presse noch gar nicht so gesehen, was gerade für ein Skandal eigentlich abgelaufen ist. Frau Faeser und das BMI haben ein Institut oder ja, eine Forschungsgruppe an der Uni Bielefeld, wie unpassend, Bielefeld gibt es gar nicht, aber jeweils in Bielefeld engagiert. Und diese haben, um herauszufinden, ob Landtagsabgeordnete quasi rassistisches Gedankengut haben, gefakte Mails verschickt. Und zwar an alle Landtagsabgeordneten Deutschlands. Und das waren so fingierte Bewerbungen wie, ja, ich bewerbe mich hier um ein sechswöchiges Praktikum, bla bla bla. Und ich heiße halt XYZ. Und dann waren dann ausländische und deutsche Namen dabei. Und dieses Forschungsinstitut hat das ausgewertet. Und fast mal nicht beim Treppenhaus, hat man Ruhe hier. Das muss ich unterbrechen. So, die haben es also ausgewertet, um zu sehen, ob da quasi Rassismus vorherrscht. Und das Geilste ist, die Ethikkommission der Uni Bielefeld hat es vorher freigegeben. Es kommt aber noch besser. Also nochmal, die haben fingierte E-Mails an alle Landtagsabgeordneten geschickt, quasi um da zu gucken, ob das rassistisches Verhalten sein könnte, haben das ausgewertet und gespeichert. Das ist ein Vorschuss für einen Überwachungsapparat, das ist unglaublich. Und jetzt kommt es noch besser, jetzt haben sie ein paar Wochen später eine Mail geschickt, ja, sie haben das halt erhalten im Rahmen eines Forschungsprojektes, das waren keine echten Personen hin und her und haben denen das allen Abgeordneten geschrieben, dass es so gelaufen ist. Aber man wäre ja quasi ergebnisoffen gewesen hin und her und so. Das heißt, man hat es ihnen gesagt. So, und jetzt erkläre ich euch mal, warum der Vorgang so ungeheuerlich ist. Erstmal überlegen wir mal ganz kurz, wie perfide das ist, an alle Landtagsabgeordneten von einer staatlichen Stelle aus Mails zu schicken, die gefaked sind, um sie quasi aus Glatteis zu locken, um sie eventuell in rassistische Verdachtsmomente zu senden sozusagen. Wie krass das erstmal ist, was das für eine Aktion ist, was das für ein Menschenbild ist, dass Frau Faeser offensichtlich in ihrem Ministerium glaubt, sie müsse als übergeordnete Stelle die Abgeordneten quasi überwachen, ob sie die richtige Gesinnung haben. Das lässt schon unglaublich tief blicken. Und dann sagt sie das denen am Ende auch noch. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet Druck aufbauen. Ist echt unfassbar, ich weiß gar nicht, was sie an dem Treppenhaus wollen. Ich muss sie schon wieder unterbrechen. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier Ruhe habe. So, also sie hat das geschickt und wird damit Druck aufbauen. Die wissen jetzt nämlich, ach du Scheiße, das Ministerium hat mir auf die Finger geguckt. Was bedeutet das jetzt für mich? Kriege ich jetzt irgendwie Ärger, weil ich vielleicht eben den ausländischen Namen abgelehnt habe? Und weil ich gar nichts gesagt habe? Hat das eine Konsequenz? Oder wieder was? Davon abgesehen, ob ich mich fragen kann, ob sowas legitim und legal ist, sowas zu machen und die Leute sozusagen als Teilnehmer eines Forschungsprojektes ohne ihr Wissen zu benutzen. Davon abgesehen baut das Druck auf. Scheiße, das BMI überwacht mich als Abgeordneter. Die gucken mir auf die Finger, ob ich rassistisch bin. Natürlich ist es so geschrieben, so nach dem Motto Ergebnis offen hin und her, aber seien wir doch mal ehrlich. Guckt euch doch Frau Nancy Faeser an. Verfassungsschutzberichte und so weiter, wie das aussieht, wie die argumentiert. Die sieht hinter jedem Baum einen Nazi. Und was meint ihr, wenn da jemand zum Beispiel nicht den türkischen, sondern den deutschen Namen eingeladen hat? Geht das dann als Rassismus? Ja oder nein? Fragezeichen. Auch wenn es andere Gründe haben könnte. Und was ist, wenn ich nicht geantwortet habe auf den türkischen Namen? Ist das dann auch Rassismus, weil ich ihn sozusagen dann ignoriere? Keine Ahnung. Wir müssen aber auch klar sagen, Frau Faeser macht ja nicht die Auswertung. Das macht dieses Institut irgendwann mit hier Forschung zu Violence und irgendwas. Dann ist auch die Frage, sind das Wissenschaftler oder sind das wieder Ideologen, wie du das ganz häufig hast? Und das baut auf jeden Fall Druck auf, denn du hast das Gefühl, du wirst überwacht. Ich erspare mir jetzt den Kommentar zum Ortswechsel, ja? Unfassbar. So, du hast also das Gefühl, du wirst überwacht und jemand guckt dir auf die Finger, das baut Druck auf. Und du fragst dich auch, wenn das so weitergeht in dieser Republik, hat das Konsequenzen für mich? Wird mir da irgendwer Ärger machen, wenn ich jetzt alle deutschen Kandidaten eingeladen habe und alle ausländischen nicht?
wird dann gegen mich zum Angriff geblasen? Ist das vielleicht bei der AfD mehr als bei den Linken? Wird das veröffentlicht? Gibt es da Statistiken drüber? Fragen über Fragen. Das ist ein ungeheuerlicher Spitzelvorgang, dass einen totalitären Anspruch sozusagen an die Wahrheit zeigt. Ganz totalitäres Denkmuster, was da drin ist. Ich überwache als Nancy Faeser, die große Mutter, Big Brother is watching you, die Abgeordneten. Ohne deren Wissen einfach so und unterziehe die quasi einen Demokratiecheck. Und was sozusagen abgelegt wird jetzt über die Abgeordneten, ja, was über die gedacht, wie wird es interpretiert, das wird uns gar nicht gesagt. Und eine Ethikkommission segnet sowas auch noch ab. Das ist eine riesige Bespitzelungskampagne eigentlich, das ist denunziantenmäßig. Und sowas geht natürlich nur bei Nancy Faeser. Das sind totalitäre Methoden der Gesinnungsunterdrückung. Das ist ein so krasser Skandal und das ist in der Presse noch nicht lesen, sagt wieder einiges. Das war's von mir heute und auf bald.